Hallo, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast-Interview. Schön, dass Sie sich ein paar Minuten Zeit genommen haben, um uns zuzuhören. Mein Name ist Uschi und ich bin eine Versilberte in dem Verein Wege aus der Einsamkeit. Gemeinsam mit anderen Versilberten, also Menschen ab 65 plus, werden wir online für den digitalen Alltag fit gemacht. Zudem gibt es die Möglichkeit, beim Sitztanzen, Spielen oder Yoga mitzumachen. Und das alles ist kostenfrei und finanziert sich nur durch Spenden. Angesichts der zurzeit in Europa herrschenden politischen Lage haben wir spontan dieses Projekt ins Leben gerufen. Denn es ist uns ein Bedürfnis, Zeitzeugen des letzten Krieges auf europäischem Boden die Möglichkeit zu geben, von ihren persönlichen Erinnerungen zu erzählen. Wir möchten damit aufzeigen, wie die Schwächsten unter uns, nämlich unsere Kinder, die Zeiten von Krieg und Flucht erlebt haben und wie diese Erlebnisse oftmals ihr ganzes weiteres Leben beeinflusst haben. Sicher, ein ernstes Thema. Trotzdem bin ich sehr froh darüber, dass ich mich heute mit Rosemarie über diese Zeit unterhalten darf. Hallo, Rosemarie. Hallo Uschi. Schön, dass du da bist. Rosemarie, welcher Jahrgang bist du denn? Magst du uns das mal erzählen, so ein bisschen über dich? Ja, ich bin Jahrgang 1940 und ich bin in Schweinfurt geboren und ja. Bist du dann auch die Kriegsjahre über in Schweinfurt aufgewachsen, Rosemarie? Ich war in Schweinfurt nur wenige Jahre, weil dann meine Mutter hier nach Gerstetten, das ist ein Ort in der Nähe von Ulm, hierher musste, weil die Großmutter, also meine Großmutter, Hilfe brauchte und es war sonst niemand da. Und dann musste meine Mutter mit uns Kindern hier nach Gerstetten, das ist das Elternhaus gewesen von meinem Vater her, um die Großmutter mitzupflegen. Das war dann 1942 sind wir hierher gekommen. Also schon während der Kriegszeit, ne? Während der Kriegszeit, ja. Jetzt bist du ja Jahrgang 1940. Was hast du für Erinnerungen an diese Zeit des Krieges, Rosemarie? Ja, wenn ich jetzt da zurückdenke, zunächst mal eigentlich nicht viel. Ich weiß aber, als diese Bombenangriffe waren in Ulm, die habe ich mitbekommen, indem wir in den Keller mussten. Und in unserem Haus waren relativ viele Leute. Und in diesem Keller, der war circa 20 Quadratmeter groß, so ein schöner Gewölbekeller. Aber dennoch war das sehr beengt. Wir waren da so 40, 50 Leute, die da drin sein mussten. Und ich weiß, wie wir alle relativ ängstlich waren. Und auf Kinder überträgt sich das ja dann auch, obwohl sie nicht verstehen, was eigentlich los ist. Und ja, das war schon erschreckend, auch zu hören, was da war draußen. Und dann eben auch hinterher, als wir rauskamen und gesehen haben, wie die Flammen da Richtung Ulm eben im Himmel waren. Also es war sehr erschreckend, aber es war vielleicht deshalb so erschreckend für mich als Kind, weil alle anderen eben auch so erschrocken waren. Ja, und deine Mutter hatte ja mit Sicherheit auch Angst, das ist ja normal. Und diese Angst überträgt sich dann ja, das ist wahr. Ja, das ist, also an das kann ich mich halt sehr gut erinnern, obwohl ich nicht wusste, was es eigentlich bedeutet. Kannst du dich noch daran erinnern, ob du mit deiner Mama darüber gesprochen hast? Ja, später hat man das mal so gestreift. Aber eigentlich wurden ja alle Kriegserlebnisse und alles, was im Krieg war, sowohl von Mutter als auch Vater, der dann ja in Kriegsgefangenschaft war, wurde das ja alles eigentlich nicht mehr aufgewühlt. Das war einfach viel zu schwer. Und ich denke, aus heutiger Sicht war da eben auch ein gewisses Schuldgefühl, das die Eltern hatten, weil sie ja eigentlich ursprünglich mal ganz sicherlich
Wir haben nie gesprochen, ob die den Hitler gewählt haben und ob die, also, aber sie waren halt dann doch mit integriert und eigentlich haben alle mitgemacht, denn es ging ja, bevor Hitler dran kam, ging es ja allen auch sehr schlecht. Das ist wahr, ja. Weltwirtschaftskrise. Ja, das ist richtig. Und mein Vater war arbeitslos zu diesem Zeitpunkt, also damals, und als ich meine Eltern kennengelernt haben, die haben sich, sehr interessant, mein Vater ist hier in Gerstetten geboren und meine Mutter ist ja Sächsin und die war in Sachsen. Und mein Vater war durch diese Arbeitslosigkeit, wurde er mit dem Arbeitsdienst nach Sachsen einfach halt hingeschickt. Und hat er dort arbeiten müssen. Und da haben sich meine Eltern kennengelernt. Ah ja. Und dadurch kamen die zusammen. Ja. Rosmarie, in unserem Vorgespräch hast du mir was Nettes erzählt. Und zwar von dieser Geburtstagssache mit den Bonbons. Das war das schönste Geburtstagsfest, das ich in meinem Leben jemals erlebt habe. Das war zu meinem 7. Geburtstag. Das war ja dann schon nach dem Krieg. Ja. Und es gab ja, zu diesem Zeitpunkt gab es ja hinten und vorne nichts. Es waren ja überall Marken, die man gebraucht hat. Ja. Das war ja noch vor der Währungsreform. Und also hinten, wie gesagt, es gab nichts. Und meine Mutter hat am Abend davor, so hat sie mir das später erzählt, am Abend davor gedacht, was schenke ich nur dem Kind? Jetzt muss ich dazu sagen, ich bin im Dezember geboren, am 19. Dezember. Und da wurde ja mein Geburtstag sowieso nie gefeiert, in der Kriegszeit eh nicht. Ja. Und am 19. Dezember hat man nie einen Geburtstag gefeiert. Ja. Aber sie hat dann dennoch überlegt, was könnte ich denn dem Kind schenken? Jetzt hat die morgen Geburtstag. Mein Vater war ja auch noch in Kriegsgefangenschaft. Was schenke ich denn dem Kind? Und da hat sie also, in der Nachbarschaft war eine Bonbonfabrik, die solche Bonbons, diese Stangenbonbons, die man dann geschnitten hat und dann waren da so Blümchen und so weiter und die gab es in verschiedenen Farben. Und da hat sie diese Bonbon-Tüte da rausgeholt, mit Abfallbonbons waren das. Und hat auf dem Tisch dann rausgezählt und dann bekam sie tatsächlich 7 verschiedene Farben und da jeweils 7. Also 7 mal 7, 49. Und das hat sie da hingelegt, der ganze Tisch war voll. Und ich habe am nächsten Morgen, als ich da rauskam, habe ich das gesehen und ich habe gedacht, ich kriege mich nicht, sowas habe ich noch. Sowas Schönes habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Wie schön, wie toll. Und es war mein schönstes Geburtstagsfest, das ich je gefeiert habe. Ich habe zwar die Bonbons alle miteinander nicht selber gegessen, sondern weitergegeben. Warum hast du die weitergegeben? Hast du Weil die nicht? Ich immer so war. Ich habe hab immer geteilt. Super, super. Viele würden sich die Kekse, die Bonbons wie ein Schatz irgendwo verbergen und immer mal einen rausholen. Und du hast es alles geteilt. Toll, wunderbar. Und wie ging es dann weiter? Wie es weiterging, dann nach dem Krieg? Meinst du jetzt nach dem Krieg oder? Du hattest mir auch noch was erzählt von deiner Cousine, die ihr aufgenommen habt. Ja. Mit der Ungerechtigkeit, mit der du dort immer konfrontiert warst. Das fand ich war auch eine ganz interessante Sache. Also meine Cousine, die ist 4 Monate älter als ich. Und die ist aber voll weise geworden. Ihr Vater ist bereits 1941 gefallen. Und meine Cousine war mit ihrer Mutter dann später, die hat nochmal geheiratet. Und die waren in Ostpreußen und da ist auch ein zweites, also eine Stiefschwester gekommen, weil die nochmal geheiratet hatte, kam diese Stiefschwester und die ist 43 geboren. Und da war die noch ganz klein und da mussten die von Ostpreußen, mussten die dann fliehen und da war die Großmutter mit der Cousine und mit der Stiefcousine, die wurde in Zug gesetzt und wurden dann in die Ostzone geschickt, weil da eine andere Tante von mir war, die dann aufgenommen haben. Und die Mutter von meiner Cousine,
Die ist dann anschließend mit einem Treck nachgekommen von Ostpreußen und ist dann aber auch ein Jahr später gestorben. Also durch diese Flucht, das hat die einfach irgendwo nicht überlebt und ist gestorben. Jetzt war die vollweise. Und meine Mutter und deren Schwester, die haben sich dann überlegt, was machen wir denn mit den Kindern? Und dann haben sie die beiden Schwestern, also Stiefschwestern, getrennt und haben dann meine Cousine jetzt, die bei uns dann aufgewachsen ist wie eine Schwester, haben sie zu uns geholt. Wir sind dann zusammen auch in die Schule gekommen und in die Schule gegangen. Und die andere Schwester ist bei der anderen Cousine geblieben. Die hatten da Das auch ein Kind. ist ja auch schon eine menschliche Tragödie, ne? Jetzt sind die Kinder schon Vollwaisen und dann werden die Halbgeschwister noch einmal getrennt. Das ist ja auch Ja. schon mal furchtbar. Und es war für meine Mutter immer ein ganz großes Problem, dass sie nicht diese Halbschwester auch mit aufnehmen konnte. Aber wir waren ja schon zu viert. Ja. Wir waren drei Kinder, zwei größere, ältere Brüder und ich. Und dann kam die Schwester dazu, also die Cousine dazu, die wir als Schwester betrachtet haben. Und der Arzt hat meiner Mutter gesagt, sie können unmöglich die auch noch mitnehmen. Sie Ja. schaffen es ja so schon kaum. Ja. Und darum musste das eben so bleiben. Und Ja. das waren schon Tragödien. Ja, sehe ich Ja, absolut genauso. und die kam eben zu uns mit und kam mit in die Schule. Und wir waren eben wie Geschwister, waren nebeneinander gesessen. Und ja, und also sie war meine Cousine, also sprich Schwester, war, sagen wir mal, schulisch nicht ganz so weit wie ich und hat von mir auch abgeschrieben. Und dann war das Ergebnis, dass sie recht gute Noten bekam und ich bekam auf die gleiche Sache schlechte Noten, obwohl Das ich ist eigentlich unfassbar. besser war. Und ja, aber sie kam ja von der DDR und da wurde sie ja also eigentlich hofiert. Und so war das auch. Die hat ja noch mehr Marken bekommen. Zu der Zeit gab es ja noch die Marken. Marken, zum Beispiel Eier oder Würstchen oder Fleisch oder Brot, Butter bekam. Und da hat sie mehr Marken bekommen. Und meine Mutter wollte natürlich, dass meine Cousine oder meine Schwester unbedingt natürlich auch hier zu uns integrieren. Es war für sie Ja, auch schwierig. sie war. Sie hatte so viel erleben müssen Ja. schon. Und dann wollte sie ihr jetzt von den Marken, die ja ihr zustanden, nicht groß was wegnehmen. Aber wir Ja. alle hatten ja auch nicht Hunger. viel. Und von daher gesehen, hat dann meine Mutter halt, wenn es da Wiener Würstchen gab, hat sie dann von den zwei Wiener Würstchen hat sie dann halt ein kleines Stück mir gegeben. Und sie selber hat vielleicht ein kleines Stück genommen und das andere hat sie halt ihr gegeben. Und es war natürlich, wir hatten ja eh alle nicht viel Ja, an ja. diesen Dingen. Und das war natürlich schon schwer Ja. für mich, das zu erkennen, oh je, die kriegt mehr. Ja. Glaube ich absolut. Verstehe ich Manches war total. nicht ungerecht, aber es war halt so. Ja, aber generell musst du dich ja ungerecht gefühlt haben. Erstens mal hat sie von euch am Tisch mitgegessen und zweitens wurde sie in der Schule noch bevorzugt. Das muss ja in dir nicht unbedingt positiv hinterblieben sein. Das muss ja was mit dir gemacht haben. Was hat das dich für dein weiteres Leben gelehrt? Ich habe es immer ungerecht empfunden und habe daraus offensichtlich etwas gelernt, dass Ungerechtigkeit was Unmögliches ist. Und ich kämpfe heute noch, wenn ich merke, da läuft was nicht so, wie es laufen sollte oder wie es eigentlich sein müsste. Und da setze ich mich ein für jeden, egal wer es ist. Also Ja, super. Alte Leute oder junge Leute oder Kinder oder sonst was. Und das habe ich eigentlich mein Leben lang immer gemacht. Das hat mir nicht immer gut getan und es wurde auch nie wirklich honoriert, Ja. weil man mir das nicht abgekauft hat, dass Ja. das Ja. ehrlich gewesen sein soll. Ja.
Also so habe ich es interpretiert. Aber es hat dein Leben so nachhaltig beeinflusst, was du schon als kleines Mädchen erlebt hast. Das ist unglaublich. Rosmarie, wenn du jetzt so das Leben von dir Revue passieren lässt, kannst du noch mehr sagen, was dich so nachhaltig beeinflusst hat? Ist dir da noch was sinnlich, wo du denkst, das sind so die Nachwirkungen aus deiner Kriegskindheit? Ich glaube, ich habe aus all diesen Dingen gelernt, also vielleicht noch vorweg, als ich ein Kind war, habe ich alle alten Menschen, je mehr Falten die hatten, umso mehr habe ich die bewundert. Da war bei mir was, die haben wahnsinnig viel erlebt, das ist toll. Ich möchte gerne von denen viel sehen oder hören oder dass die mir erzählen, was war in deren Leben. Es hat mich unglaublich interessiert. Da mich junge Menschen nicht interessiert. Und ich glaube, es hat mich geprägt, mich um andere zu kümmern. Also einfach für andere mit da zu sein, ohne zu überlegen, was macht es mit mir. Also vielleicht als Beispiel, mal, das ist einfach spontan in mir. Angenommen, ich würde auf der Straße sehen, da läuft jemand über die Straße, ein Auto kommt. Ich würde sofort nachrennen, um denjenigen zu packen, um den zurückzuholen, ohne zu überlegen, ob ich dadurch in Gefahr komme. Also da bin ich ausgeschaltet. Da reagierst du nur auf dein Gefühl und dein Gefühl sagt Nur dir dieses, helfen. ja, also dieses Hilfsbedürfnis, das ich für andere da habe, ich glaube, das könnte sein, dass es aus der Kindheit rauskommt, einfach weil so vieles unglaublich ungerecht war. Und weil ich mich immer durchkämpfen musste und mir eigentlich nie jemand geholfen hat. Ich habe zwei ältere Brüder. Die haben eher gegen mich gearbeitet, also von wegen Nesthäkchen. Da, ich habe viel als Kind sehr viel gelesen und da gab es ja viele Bücher mit den Nesthäkchen und allem. Da dachte ich immer, was soll denn das? Ich bin die Jüngste, aber kein Mensch kümmert sich um mich. Und ich musste mich immer selber kümmern und ich habe immer gedacht, es gibt Menschen, die brauchen irgendwie Hilfe und das war mir. Das ist dir wichtig, sonst würdest du ja dich nicht heute noch so engagieren, wie du es immer noch machst, Rosmarie. Also wahrscheinlich ist es so. Wahrscheinlich ist es so eine Geschichte. Es kann auch sein, ja, ich bin einfach auch immer an allem sehr interessiert. Also wenn irgendwas Neues kommt, mich interessiert alles. Rosmarie, was Besseres kann dir ja nicht passieren, dass du auch noch in etwas vorgeschrittenem Alter dir deine, sag ich mal, kindliche Neugier im positiven Sinne ein Stück weit erhältst. Das macht ja das Leben erst noch mal wieder bunter, auch wenn man älter ist. Finde ich super. Ich würde gerne abschließend noch von dir wissen, wenn du dir jetzt diese Weltsituation anschaust und mit dem Überfall von der Ukraine, was war so dein erster spontaner Impuls dazu? Kannst du dich daran noch erinnern? Also als erstes war ich einfach eigentlich sprachlos und gleichzeitig wütend. Ich war richtig wütend und hatte gehofft, es würde irgendjemand, der die Macht hat, hier Einhalt zu gebieten und es einfach abbrechen. Aber es ist mir immer klarer geworden, derjenige würde ja oder diejenigen würden ja auch ihr Leben aufs Spiel setzen, was man ja auch mitkriegt, ja. Und von daher gesehen sehe ich eigentlich das Weltgeschehen, das es schon immer gab, ist jetzt nicht anders. Es ist so, wie es schon immer war. Und Es verlagert sich nur gerade, ne? Es ist in einer anderen Dimension oder es ist in eine andere Situation. Aber wenn man sich überlegt, wie die Kriege immer waren, gab ja immer
irgendwelche Verrückten, die gemeint haben, sie müssten jetzt einfach noch mal ein paar Länder dazu kriegen. Aber das war ja auch in der Monarchie so. Es war ja immer so. Also die Könige und Kaiser, die haben ja auch geschaut, wie sie also noch mal wieder Ländereien dazu kriegen, ohne Rücksicht auf Verluste. Und Man muss natürlich sagen, wir sind schon noch in einer bevorrechtigten Gegend, weil wir haben jetzt jahrzehntelang keine kriegerischen Auseinandersetzungen live miterlebt. Und keiner wünscht sich sowas eigentlich. Ja, schwierige Zeiten. Ich möchte einfach erst einmal Danke sagen, Rosmarie, und an dieser Stelle unsere wirklich interessante Unterhaltung unterbrechen, abbrechen. Vielleicht lässt sich das mal wieder fortsetzen. Und ich sage dir ganz herzlich Danke für deine wirklich lebendige Erzählung. Vielen Dank, Rosmarie. und ich danke dir, Uschi. Es war für mich auch sehr interessant. Und ja, ich bedanke mich und ich wünsche dir weiterhin alles Gute. Vielen Dank. Liebe Zuhörer, ich möchte mich jetzt auch bei Ihnen bedanken und ich freue mich auf unser nächstes Zuhören. Auf Wiederhören.